spielen wir wieder, oder heute spielen wir The Hunter Call of the Wild. Ich habe von neu angefangen mit euch jetzt hier. Die neue Map ist ja draußen. Ich habe den Charakter nochmal ganz zurückgesetzt hier. Neue Map, spielen wir da jetzt los. Let's go, Leute. Und jetzt hören wir uns eben sowas an, was ihr sagt. Und dann legen wir richtig los mit dem Jagen. Schau. Kia ora. Nau mai hare mai ki Aotearoa. Welcome to New Zealand and to Te Awaroa National Park. This little slice of paradise is teeming with creatures big and small, and more adventures than you'll find on any movie screen or storybook. Now, I've lived out here in the Wop Wops all my life and never wanted for anything else. In fact, it's practically in my blood. This place and my family go way back. Things have been a little tricky lately, though. It's fast becoming somewhere I don't recognize anymore, and I don't like it. That's why I dragged you out here, Ihoa. With your help, we're going to wean ourselves off outside money and make the Awaroa model for sustainability the entire South Island can get behind. Right, let's get moving. Glad to see you've arrived in one piece. Josh is my nephew. He just got his license, and I swear that kid spends more time with his hands on the radio dials than on the steering wheel. I hope he didn't talk your ear off. I've had to rely on him a lot lately since my legs started acting up again. I was planning to head out and meet you today, but here I am at home, propped up on five kinds of pillows. Ah, doctor's orders. Anyway, that's enough chit-chat from me. Head over to the outpost marked on your hunter mate and let's get you started. I hope you had a chance to spend some quality time on your own before I rang you up. Your mate, Alejandra, said the two of you were here on holiday? She had nothing but praise for you, by the way. Said you almost single-handedly turned things around for her in Cuatro Colinas. Well, naturally, I have pretty high expectations, but let's take our time getting to know each other first. I'll admit that it wasn't just her recounting your heroic antics that made me pick up the phone. She said you were, and I quote, stoic, practical, and probably born out in the bush somewhere. Just what I was looking for, in other words. So, jetzt hat die Frau genug gequatscht, Leute. Welche Waffen habe ich dabei? 243. Eine Flinte? So, laufen wir jetzt erstmal zur Hütte. Schauen wir uns mal die Karte an. Oha. Hier ist ein Berg und hier ist ein Berg. Mehr Berge gibt es nicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Laufen wir jetzt erstmal und gucken, was es für Tiere wir entdecken.
So. So. Auf jeden Fall, erster Eindruck von der Map sieht echt nice aus. Mit den Bäumen und einfach echt nice aus. So. Laufen wir zur Hütte. Und holen uns gleich eine bessere Waffe. So. Auf jeden Fall echt nasse Map, Leute. Ich weiß halt nicht, was es für Tiere hier gibt, welche Waffenklasse die haben. Eine Ziege. Eine Ziege? Hinterher. Boah, das ist so am Lenken. Witzige, so. Das erste Tier haben wir entdeckt, Leute. Es ist aber nicht tot. Das ist scheiße. Ich glaube, die Waffe hat nicht genug Durchschlag. Schade. Ne, ist nicht tot. Laufen wir jetzt erstmal schnell zur Hütte. Holen uns bessere Munition, besseres Gewehr. Let's go. Ne, ich habe keine Durchschlagkraft. Schnell zur Hütte und ja, holen uns bessere Waffen und dann schauen wir weiter. Not far now. We built this outpost in the early 90s. They got the works, repurposed materials, solar roofs, rainwater tanks. That was back when people used to just call you a hippie. Now everything's sustainable, clean, green, eco-friendly. Hippies. Ha! Try trailblazers. And good for the environment doesn't have to mean bad for your back. It's pretty cozy inside. Go on, take a look. See, we got company. That'll be Josh's doing, the brat. I told him to leave things be, but I guess he couldn't resist.
anyway. Maybe it's just as well you get used to it. I'll fill you in later. Right, mate? See that camera on the table? Strap it to your chest and let me explain what exactly you're here for. So, there's a lookout tower not far away, so you can head up there and get a sense of the place while I flap my gums. Puh. Schock meines Lebens. Junge. Nice and tight now. Wouldn't want it coming off right when you've got a shot lined up. Holen wir. Kaufen wir. Geld, ich hab kein Geld. Perfekt. Den brauchen wir, das brauchen wir nicht. Haben wir jetzt erstmal ein paar Waffen dabei. Ist jetzt nicht so viel, Leute. Aber egal. Hauptsache, wir erlegen jetzt erstmal ein paar Tiere. Laufen wir mal zu diesem See. Let's go. Ich melde mich wieder, wenn wir ein Tier sehen und wir drauf schießen können. Bis gleich. Ich habe gerade hier ein Schwein gesehen. Dammhirsch und ein Schwein. Ein Schwein, Alter. Das sieht echt mal mega schön aus. Auf wie viel Meter ist das? 166. Versuchen wir uns ran zu fischen und es zu erschießen. Legen wir uns hin, fischen uns ran und versuchen einen sauberen Schuss drauf zu kriegen. Wir müssen näher ran, weil ich keine Durchschlagskraft mit diesen Waffen haben. Ich kann es probieren. Ne, geh noch ein bisschen näher. Gehen auf jeden Fall definitiv noch ein bisschen näher. Gehen wir bis da zu dem Baum und gucken einmal. 134. Versuchen wir's. Geil war. Ich hab den nicht getroffen. Ich hab nicht getroffen, Leute. Das ist echt scheiße. Nee. Ich hätte näher rangemusst. Ich hätte einfach näher rangemusst. Das ist ja echt mies. Warum ist das? So eine Scheiße, Leute. Ich
angekratzt. Wir chillen jetzt hier ein bisschen und gucken, ob das Schweinchen wiederkommt. Aber ich tippe ja mal nicht. Keine Chance, Leute. Gucken wir mal, ob wir einen Anschluss hier treffen sehen. Nee, ist nicht mal da. Definitiv nicht mal ein Anschluss. Doch, ein Anschluss ist da. Aber richtig scheiße. Aber richtig kacke. No way, Leute, wir haben einfach den einzigsten Schuss verschossen. Gucken wir mal, ob wir hier unten an dem See noch ein paar Tiere treffen. Ich habe halt nicht mal so gute Munition. Auch eine stärkere Waffe da. Ein Dreier, ein Einser, ein Zweier weiblicher. Let's go. Da, 200 Meter. Da ist ein Dampfisch, Leute. Wenn das noch nicht ein guter Treffer war. Er ist tot, Leute, let's go! Tier ist gefallen. Fahr drüber! Dammhirsch ist tot, Leute. Ja, Dammhirsch ist tot. Das erste Tier auf der Map, Leute, ist ein Dreier-Dammhirsch. Es ist ein ziemlich kleiner, aber wir wollen ja nicht meckern. Hauptsache, wir bekommen mal eine bessere Munitionsklasse, Leute. Eine bessere Munition. Boah, da hat der Anschluss sogar direkt in die Lunge, Alter. Holy Bam, Junge. In die Lunge, Alter, saftig. Silber. Silber. Oh, 1000. Jawolski! Das Geld kommt reingeflattert, Leute. Let's go. Ja. Da
doch ein Dammtisch. Noch ein Dreier. Leute, ich cutte jetzt an dieser Stelle nochmal und ich melde mich wieder, wenn wir ein bisschen Geld gespart haben, dass wir uns die 30.06 Munition kaufen können, dass wir dann ganz viel Muni kaufen können, bessere Muni für die 243 kaufen können. Ja, ich melde mich. Bis gleich. Leute, da sind wir wieder. Ich habe mir die 30.06 geholt mit einer Munition, also mit 6 Schuss. Ja, da unten kam gerade ein Schweinecrawler her, ein Schweineruf. Ja, mal gucken, ob wir das Schweinchen finden. Das gute alte Hausschwein. Nein, Spaß. Ein Schweinchen hier irgendwo unten. Wenn sie es sehen, Digga, ich werde es nur wegschieben. Ich habe gehört, dass Schweine übelst viel XP und Mann geben. Money, money, money. Leute, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet. Da, Schweinchen. Da, Schweinchen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Welche Waffe ich mir kaufen soll, wenn ich genug gelevelt habe. Schießen wir jetzt auf dieses Schweinchen. Habe ich nicht getroffen? Ah, doch, 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 ist tot, ist tot, ist tot. Easy. Ein Schwein ist tot. Yeah, Leute! Ein Schwein! Yes, man! Jetzt wird erstmal Thumbnail gemacht, Leute. Das Thumbnail wird jetzt erstellt, Leute. Easy going. Das, zwei Schweine haben wir. Let's go nach 1000 Jahren, Leute. Ich glaube, zwei sind tot, aber ich kann es so schwer erkennen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Ob ihr mehr der Hunter sehen wollt, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Daumen hoch da lassen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt, weniger der Hunter. Schreibt es einfach in die Kommentare. Danke und ich muss euch nochmal danken für die 103 Abonnenten, Leute. Vielen, vielen Dank an euch alle. Es ist einfach so krank, wie ihr durch dieses Jahr gewachsen seid, Leute. Vielen, vielen Dank, Leute. Und an Weihnachten kommt eine Verlosung an euch, Leute, weil wir die 100 Abonnenten geschafft haben. Kommt eine Verlosung von mir, deshalb an Weihnachten müsst ihr einschalten. An Weihnachten bekommt ihr ein Dankeschön. Da habe ich außerdem auf die Maustaste gedrückt. Ach du Scheiße, Alter, das ist schon. Holy shit. Guckt euch das an. Alter, das ist schön. Das haben die echt gut gemacht. Schwarz gefleckt. Echt schön. Stufen auf Stufen. Fertigkeit. So. Angeschossen. Ja, es sind auf jeden Fall zwei tot.
wie ist der Anschuss? So. Irgendwo vor sind die Schweine, wenn sie kommen, dann werden sie weggeschossen. Schweine echt gut gemacht. Gott, wir haben einfach drei Schweine hier liegen. Ein Schwein. Das Thumbnail ist gemacht, Leute, auf die ganz klassische Methode, Leute. Dann auch noch die anderen. Alter, was für ein Wumms die hat, Alter. Holy shit. Ich... Die kommen wieder, Leute. Die Schweinchen, die kleinen, kleinen Schweinchen. Kurz mal nachladen, Leute. Alter, ist das eine Action hier. Vier Schweine? Glaube ich jetzt gerade vier? Ja, vier Stück. Es macht einfach mega Spaß, Leute, auf dieser Map zu spielen. Leute, ich habe ein geiles Projekt, wenn ihr das sehen wollt, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich würde auf eure Trophy-Lodges reagieren wollen. Ihr schickt mir den Steam-Namen von euch in die Kommentare, wenn ihr das Spiel spielt. Dann schaut mir eure Trophy-Hütten an. Schau einfach mal in eure Hütten. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst einen Daumen hoch. Da schreibt es in die Kommentare auf, die das sehen wollt. Ja. Oder nein. Würde mich gerne mal interessieren, ob ihr darauf Bock habt. Voll in die Nase ach nee. Lol, der Arme.
Speiselung, Alter, was ein Wumms die hat. Das ist krank, dass so viel Wumms diese Waffe hat, Alter. Holy shit. Legen wir noch ein Tier, Leute. I wonder if these are the most studied rocks in the whole world. Got to be up there with Uluru and Balanced Rock. Spaß, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und sowas nicht zu verpassen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bleibt gesund. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.